Kölner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner Live. Ja, schönen guten Abend. Willkommen bei Fellner Live. Und mir zugeschaltet ist jetzt der stellvertretende SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried. Grüß Gott, Herr Leichtfried. Guten Abend. Herr Leichtfried, wird gern mit der politischen Causa Prima beginnen. Es gab heute auch eine größere Demonstration oder Kundgebung einiger Künstler. Die Forderung ist, es braucht strengere und neue Korruptionsgesetze. Sie waren als einer von mehreren Oppositionspolitikern auch vor Ort. Aber wie genau sollten denn diese strengeren Korruptionsgesetze Ihrer Meinung nach aussehen? Es geht vor allem darum, wir unterstützen ja das Antikorruptionsvolksbegehren und finden sehr, sehr viel von dem, was hier gefordert wird, als durchaus sinnvoll und zielgerichtet. Und deshalb war ich auch selbstverständlich gerne bereit, jetzt heute zu jenen zu kommen, die jetzt gegen Korruption in Österreich aufstehen wollen. Weil wir haben in den letzten Wochen, Monaten, wenn man so sagen kann, Dinge erlebt, die es so in Österreich noch nie gegeben hat. Es hat begonnen mit dem Ibiza-Video, wo man über Korruption diskutiert hat und plötzlich kommt man drauf, dass es eine andere Partei gibt, nämlich die ÖVP, wo scheinbar Dinge stattgefunden haben, die einerseits strafrechtlich relevant sind. Deshalb hat es auch die Hausdurchsuchungen gegeben und andererseits natürlich auch politisch unglaublich relevant. So viel von Morallosigkeit, Anstandslosigkeit und einer Art von Überheblichkeit, die man hier gesehen hat. Das schreit natürlich danach, dass man es politisch aufarbeitet und dass man aber auch die notwendigen Maßnahmen trifft, dass diese Dinge für die Zukunft so nicht mehr stattfinden können. Und einer dieser Bereiche, der eben finanziell sehr, sehr umfangreich ist die Frage, auf der einen Seite die Presseförderung, auf der anderen Seite die Inseratenvergabe der Bundesregierung. Und ich meine, hier sollte es auf jeden Fall Änderungen geben, dass die willkürliche Art von Inseratenvergabe so nicht mehr stattfindet, dass man auch darüber nachdenkt, ob das nicht zu viel ist, was hier bezahlt wird. Und auf der anderen Seite aber, dass man die Presseförderung erhöht, weil natürlich das wirtschaftliche Überleben der Medien in Österreich wichtig ist. Aber man muss von dieser Willkür mal wegkommen, die scheinbar diese Dinge begünstigt hat. Jetzt sind Sie auch Mediensprecher der SPÖ. Wie stellen Sie sich das denn vor? Nach welchen Kriterien soll es denn hier künftig eine Medienförderung geben, Ihrer Meinung nach? Ja, ich glaube, man müsste gemeinsam, und ich möchte das nicht jetzt allein für mich so entscheiden wollen, aber man müsste gemeinsam eine große Medienenquete starten, wo die politischen Spieler und Spielerinnen und die Medien gemeinsam überlegen, welchen Ausweg man aus so einer Situation finden kann. Ich meine, man kann über Qualitätskriterien für Medien relativ einfach in Richtung journalistische Unabhängigkeit diskutieren. Man kann die Arbeitsbedingungen der Journalisten und Journalistinnen und Journalisten und Ähnliches, das würde ich aber nicht allzu stark vorgreifen, weil ich auch neugierig bin, was Medienvertreterinnen selbst dazu vorschlagen. Aber das heißt, Sie wären für eine große Medienenquete? Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich glaube, es ist teilweise so verfahren, dass es eine gemeinsame große Anstrengung braucht, um das, was durch das System kurz jetzt ans Tagelicht getreten ist, um das für die Zukunft nicht mehr möglich zu machen. Und ich sage auch bewusst, und das ist mir ganz wichtig, es ist nicht die Politik, wie manche sagen, es ist das System Kurz, das hier diese Missstände bewirkt hat. Und das wird auch für uns die Aufgabe für die Zukunft sein, dafür zu sorgen, dass sowas nicht mehr möglich ist. Sie haben auch schon gesagt, es braucht auch eine politische Aufarbeitung. Da wird es einen Urausschuss geben. Hat man sich jetzt schon auf den Gegenstand dieses Urausschusses geeinigt? Ja, das ist im Prinzip sehr schnell gegangen. Der Urausschuss hat ja eigentlich zwei Dinge per se und logischerweise zu tun, nämlich einerseits das, was durch das Abdrehen des Ibiza-Untersuchungsausschusses, weil Türkis-Grün hat ja den Ausschuss de facto abgedreht, noch aufzuklären ist, aufzuklären. Und das Zweite, das System ÖVP sich anzuschauen und vor allem das System Kurz sich anzuschauen. Weil das, wie gesagt, was da jetzt hochgekommen ist, diese Chats, die es hier gibt, wo man einerseits Steuergeld dafür verwendet, um dem
Herrn Mitterlehner auszubremsen. Auf der anderen Seite, wo man darüber diskutiert, dass Nachmittagsbetreuung für Kinder zwar eine gute Idee wäre, aber der Mitterlehner und der Kern dürfen damit nicht durchkommen und das deshalb abdreht und damit droht, ein Bundesland aufzuhetzen dagegen. Das sind Dinge, die meines Erachtens so nicht bleiben dürfen und die vor allem aufgeklärt, weiter aufgeklärt werden müssen, weil wer weiß, auf was man da noch alles draufkommt. Jetzt gibt es ja auch eine heftige Diskussion über den Vorsitz in diesem Untersuchungsausschuss, ob Wolfgang Sobotka, Nationalratspräsident, wieder den Vorsitz einnimmt oder nicht. Ich nehme an, Sie sehen das höchst kritisch. Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, unter denen Sie sich einen Vorsitz von Wolfgang Sobotka vorstellen können oder kommt das für Sie in keinem Fall in Frage? Ja, ich habe es nicht zu entscheiden und die Geschäftsordnung des Nationalrats sieht vor, dass der Nationalratspräsident normalerweise den Vorsitz führt. Im konkreten Fall kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass der Herr Sobotka diesen Vorsitz führen kann. Der Untersuchungsausschuss beschäftigt sich einerseits mit der ÖVP, mit dem türkisen System, auch mit seiner Regierungstätigkeit. Und diese drei Dinge schließen eigentlich einen Vorsitzenden Sobotka für mich aus. Also ich bin sicherlich der Meinung, dass das so nicht geht. Und ich hoffe, dass er die Zeichen für sich sieht. Wann soll der Untersuchungsausschuss starten, Ihrer Meinung nach? Ja, so schnell wie möglich. Ich denke, wenn es durch keine Blockaden seitens der ÖVP kommt, wird es relativ rasch gehen. Und ich hoffe, dass es diesmal nicht wie letztes Mal Blockaden gibt. Ich hoffe da auch auf die Grünen, die ja schon gesagt haben, sie werden den Untersuchungsgegenstand nicht irgendwie bekämpfen. Und ich gehe davon aus, dass das für beide Koalitionspartner dann gilt. Die ÖVP wird ja nicht hier einen USA-Koalitionsbruch begehen wollen. Aber wird sich das Ihrer Meinung nach noch im Jahr 2021 ausgehen, der Start des Untersuchungsausschusses, oder wird es eher 2022 werden? Das müsste sich ausgehen an sich, ja. Wird die SPÖ mit dem gleichen Team wieder in diesen Untersuchungsausschuss gehen wie im vorangegangenen mit Fraktionsführer Kai-Jan Kreiner, oder wird es hier eine neue personelle sozusagen Aufstellung geben? Werden Sie vielleicht auch persönlich in den Untersuchungsausschuss gehen? Also ich denke, dieses Team hat sehr gut gearbeitet und spricht einiges dafür. Nur natürlich hat es der Club zu entscheiden und diese Entscheidung wird aber auch bald folgen. Wie sehen Sie denn momentan eigentlich die türkis-grüne Regierung? Seit Montag ist da ja wieder mehr oder weniger Business as usual. Glauben Sie, dass türkis-grün halten wird? Ich denke, da ist nicht mehr Business as usual. Wir sind mit mehreren Phänomenen konfrontiert, die es so an sich noch nie gegeben hat. Wir haben, was die türkisen Ministerinnen und Minister betrifft, eine Riege auf der Regierungsbank sitzen, die zuvor erklärt hat, sie tritt zurück, wenn der Herr Kurz zurücktritt. Es war eindeutig ein Wortbruch gegenüber den Österreichern und Österreichern. Ich weiß nicht, wenn sie damit bedrohen wollten, aber sie sind nicht zurückgetreten, obwohl sie es angekündigt haben. Ich habe auch in der letzten Nationalratssitzung die Damen und Herren gefragt, was sie hier überhaupt tun. Keine Antwort bekommen darauf, aber die Frage werde ich noch öfters stellen. Wir haben einen Bundeskanzler, der bei seiner ersten Rede im Parlament gleich mehrere Usancen gebrochen hat. Er hat gemeint, nicht wortwörtlich, aber inhaltlich, dass wir nicht die Anträge stellen sollten, die wir stellen wollen, insbesondere Misstrauensanträge. Das betrifft ihn nicht und ist nicht in seiner Kompetenz, darüber zu entscheiden. Er hat auch sich quasi als Ersatzverteidiger, als Ersatzstrafverteidiger vom Herrn Kurz dargestellt, indem er die Arbeit der Justiz eigentlich für mich auf eine Art und Weise kritisiert hat, wie das ein Bundeskanzler nicht tun sollte. Dann haben wir noch den Herrn Kurz als Schattenkanzler im ÖVP-Club, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber wo der erste Tweet, den der Herr Schallenberg absetzen wollte, vom Herrn Kurz abgesetzt wurde, nämlich dass er nach Brüssel unterwegs ist. Das sind alles so Dinge, die lassen mich schon an der Stabilität und auch an der Funktionalität dieser Regierung zweifeln. Dazu kommen noch die permanenten Rachegelüste
der ÖVP gegenüber den Grünen, die wahrscheinlich immer stärker werden. Also der Herr Lopatka ist im Standard zitiert, wenn man sagt, eine kleine Gruppe im ÖVP-Club sieht das als faul, was sie gemacht haben, aber die ganz große Gruppe sieht es als großes Faul, als schweres Faul. Das sind alles Dinge, die machen mich skeptisch, ob das gut funktionieren wird. Ich glaube es eigentlich nicht. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass diese Regierung in den nächsten Monaten in die Brüche gehen wird? Das ist schwer zu sagen, weil sie sich natürlich aneinander klammern. Weder die ÖVP noch die Grünen haben derzeit irgendein Interesse zu wählen, so wie sie die Situation jetzt darstellt. Und diese Klammer rund um die Macht, diese Klammer rund um die schönen Büros und Dienstwegen ist schon eine sehr starke Ansicht. Aber was ich auf jeden Fall bezweifle, ist, dass die gute Arbeit leisten werden. Das werden sie sicher nicht. Mhm. Bleiben wir vielleicht noch bei der Regierung. Jetzt ist die Regierung ja hoffentlich nicht nur mit sich selbst beschäftigt, sondern sollte auch einige Vorhaben umsetzen. Unter anderem 3G am Arbeitsplatz ist seit Wochen angekündigt. Jetzt soll es endlich hoffentlich irgendwann einmal kommen. Wie sehen Sie das? Sind Sie da prinzipiell dafür? Also wir sind da prinzipiell dafür. Es kann aber nicht sein, dass so wie die Regierung das jetzt geplant hat ursprünglich, die arbeiten gehen, dann dafür zahlen müssen, dass sie arbeiten gehen dürfen, indem sie die Tests selbst bezahlen. Also mit uns geht das nur, wenn die Tests, insbesondere die betrieblichen Tests, weiter gratis bleiben. Ich glaube, das ist sicherlich die Grundvoraussetzung für unsere Zustimmung. Jetzt ist es so, dass ja generell die Corona-Zahlen nicht zurückgehen, sondern tendenziell eher steigen. Die kalte Jahreszeit kommt jetzt erst in den nächsten Wochen. Brauchen wir überhaupt wieder strengere Maßnahmen Ihrer Meinung nach? Und wenn ja, in welchen Bereichen müsste man nachschärfen? Ich glaube, das Wichtigste ist Impfen. Und wieder einmal hat die Regierung es spätestens über den Sommer versäumt, hier nachdrücklich gute Arbeit zu leisten, damit mehr geimpft wird in Österreich. Und wir sind ja nicht besonders gut, was die Impfquote betrifft. Es ist ja alles, was in Richtung Impfmotivation seitens der Bundesregierung gemacht wurde, mit Sommer eingestellt worden. Der Herr Kurz hat die Pandemie schon wieder mal für beendet erklärt. Und das ist sie halt nicht. Und das Wirksamste, was man dagegen tun kann, ist eben Impfen. Und ich glaube, wir müssen gemeinsam alles dafür tun, dass in Österreich mehr geimpft wird. Das ist sicherlich das Wichtigste meines Erachtens. Und das Zweite ist natürlich Vorsorge treffen, dass es zu keinen gröberen Einschränkungen kommt, weil die sind erstens für unser gesamtes Wirtschaftssystem nicht förderlich und zweitens sind die Menschen, glaube ich, schon sehr, sehr überdrüssig dieser Situation. Und da muss man auch Rücksicht nehmen drauf. Jetzt gibt es ein zweites Thema neben der Corona-Pandemie, das derzeit auch sehr viele Menschen betrifft und vor allem betreffen wird in den nächsten Wochen. Das ist die Teuerung, die wir derzeit in allen Bereichen sehen, insbesondere bei den Energiepreisen. Einige Länder wie Frankreich haben bereits eine Teuerungsbremse eingeführt, also eine Deckelung der Energiepreise. Bräuchten wir so etwas auch in Österreich? Die Frage ist, ob es rechtlich umsetzbar ist, aber es müssen auf jeden Fall Maßnahmen ergriffen werden, um die Teuerung in allen Bereichen zu stoppen. Und gerade wenn es kälter wird, ist natürlich der Energiepreis ein immenser Faktor. Aber es wird ja in vielen anderen Bereichen auch teurer. Also man muss überlegen, kann man steuerpolitisch was machen, wo wir dafür sind? Kann man mit Deckelungen was erreichen? Das ist meines Erachtens rechtlich ein bisschen unsicher. Naja, und vor allem, man muss auch dafür sorgen, dass die Menschen mehr Geld zur Verfügung haben. Das beginnt bei den Lohnabschlüssen und geht über das Arbeitslosengeld und geht in andere Transferleistungen. Und darf nur eins vielleicht noch dazu anmerken, was nicht direkt mit der Teuerung, aber schon indirekt zu tun hat. Es passiert ja auch nichts im Pflegebereich, wo wir neben der Teuerung eine auch riesige Baustelle haben. Und ich meine, hier ist unbedingt anzusetzen. Ich verstehe überhaupt nicht, wie kann man die Körperschaftssteuer, so wie geplant ist, heruntersetzen, wo die reichsten Menschen in Österreich profitieren, die größten Unternehmen mehr Dividenden ausschütten können, aber auf der anderen Seite das weder für den Arbeitsmarkt noch für sonst irgendjemand was bringt und gleichzeitig das Pflegesystem vernachlässigen. Diese über 1 Milliarde Euro wäre im Pflegesystem viel besser angelegt als wir bei den Superreichen.
Und abschließend noch, Sie haben jetzt gesagt, steuerlich müsste etwas gemacht werden. Was stellen Sie sich da vor, dass man die Mehrwertsteuer beispielsweise aussetzt auf Energiepreise oder welche Vorschläge haben Sie da? Ja, das wäre beispielsweise eine Maßnahme, die Herabsetzung der Mehrwertsteuer. Man muss sich ja sonst anschauen, welche Steuerbelastungen auf jeden einzelnen Energiebestandteil drauf ist und wie man das herunterbringen kann. Das wäre sehr wichtig. Herr Leichtfried, vielen Dank und schöne Grüße in den SPÖ-Club. Dankeschön. Grüße, retour. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter hier auf OE24 TV.